Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, ihr seid genauso hyped wie ich, wenn ich jetzt euch die Songs jetzt zeigen werde zu Akt 3, wie ich die produziert habe, was da alles dahinter steckt, von den Instrumentals bis hin zur Vocalbearbeitung, auf welche Problematiken bin ich gestoßen. Wie jetzt zum Beispiel, ich habe meinen Computer neu installiert, damit der wieder flott ist und ich sehe gerade, dass er die Plugins gerade lädt. Aha, und es ist gerade fertig, super, perfekt. Dann würde ich mal sagen, let's go! Es ist natürlich unhörbar, dass das Sample eigentlich ein Otto Walkes-Song ist. Beziehungsweise, um nochmal weiter zurückzugehen, ist der Originalsong von Sting. Englishman in New York. Dann ist Otto natürlich hingegangen, hat daraus Friesenjung gemacht. Und ich glaube, das Sample ist eigentlich von dem Live-Mitschnitt aus Ottos Show irgendwo in den 90ern. Anschließend wurde das beschleunigt. Hochgepitcht. Bisschen gecuttet. Eine fette Kick und eine Clap drunter. Natürlich ein Bass und ein paar Synthes. Und fertig haben wir Friesenjung. Aber das konnte ich ja nicht machen, sonst würde mich Universal. Deswegen bin ich hingegangen und habe das Sample natürlich selber gebaut. Angefangen mit diesem Pizzicato-Streicher-Sound. Als nächstes ist ein Bass. Ein paar Drums. Dann eine Gitarre, die im Offbeat die Streicher mit unterstützt. Und schon haben wir das Grundgerüst des Samples. Und jetzt fehlen natürlich diese hochgepitchten Vocals, beziehungsweise der Gesang für dieses Sample. Und da habe ich den Curly gefragt, ob er nicht da was machen könnte. Bin ein Aachener, nöcher Junge, ein Aachener. Fast hätte ich es vergessen, im Original-Sample ist ja noch so ein Sopransaxophon, was so einen Lauf spielt. Und fertig ist das Sample und jetzt kommen wir zum Hauptpart. Das ist jetzt die finale Session zum Track und ich habe natürlich angefangen, erstmal das Sample zu beschleunigen, hochzupitchen. Dann habe ich das geleert mit einer leichten Kick, die ich mir selber gebaut habe tatsächlich. Nicht zu vergessen auch noch eine leichte Clap. Der Grund, warum ich die Kick selber gebaut habe, ist einfach der, dass ich nichts in meiner umfangreichen, ich sag wirklich umfangreichen Sample-Library gefunden habe, was der Kick, die ich gesucht habe, nahe kommt. Deswegen, wie gesagt, habe ich es selber moduliert mit Hilfe von dem Tool Kick 2. Da kann man echt viel rumfuschen. Ich zeige euch das einfach mal. Und ich glaube, ich habe gerade meine Kick kaputt gemacht. Ich muss nochmal die Session laden. Scheiße! So, wir sind wieder in der Session. Ja, die ganze Drum-Section ist auch mega simpel gehalten. Es ist nur eine Kick, eine Clap, ein Off-Hi-Hat. Ich glaube, stumpfer geht's gar nicht, außer man nimmt die Clap und die Hi-Hat daraus. Dann hast du richtig stumpf. Dann habe ich noch so ein Vocal-Sample, wie im Original. Hier ist ein Rise-Effekt oder für die ein oder anderen sagen gern dazu White Noise Reverse. Der Bass ist auch ziemlich simpel gehalten. Und on top ganz leicht reingemischt ein Synthesizer. Drew und Curly meinten dann noch, wir benötigen ein Element, was noch ein bisschen mehr holländisch klingt, weil da gab es eine Passage im Text, was Holland erwähnt. Da haben wir uns natürlich für eine andere Kick geeinigt. Ich weiß noch nicht mal, ob das ein Holland-Ding ist. Auf jeden Fall geht es dann weiter mit 90er-Synths. Achso, das Saxophon vielleicht noch. Und bevor ihr fragt, ob ich das Instrumental hochladen werde, ja, werde ich. Es tut mir ja auch leid, denn ich schulde euch auf jeden Fall noch weitere Instrumentals aus den vorherigen Akten und das werde ich auf jeden Fall machen, denn ich habe tatsächlich eine Videobearbeitungssoftware gefunden, die für mich Audio Reacts baut, ohne dass ich jetzt anfange, hier irgendwas zu programmieren und Parameter und hasse nicht gesehen. Und das ist auch der heutige Sponsor des Videos. Der heutige Sponsor dieses Videos ist Filmora. Denn jetzt habt ihr die Möglichkeit, auf jeden Fall mit diesem Programm eure Videos viel professioneller aussehen zu lassen und das sogar mit einer super leichten, intuitiven Bedienung. Ihr wollt zum Beispiel in eurem Video Zoom-Effekte reinbringen, das geht ganz einfach mit der Keyframe-Setzung.
Ja, das ist jetzt ein bisschen zu nah. Oder wie wär's zum Beispiel, Sachen rauszumaskieren, um kreative Inhalte zu schaffen. Aber das ist ja noch nicht alles. Wenn ihr euch Filmora gönnt, dann habt ihr auf jeden Fall Zugriff auf eine riesige Bibliothek an Sounds und Musik. Nachdem ich Filmora ein bisschen getestet habe, bin ich nämlich auf die Audio Rack Templates gestoßen, die für mich mega praktisch sind, um meine Songs auf meinem Zweitchannel nämlich hochzuladen. Denn ich habe gar keinen Bock, irgendwelche Verknüpfungen und Skripte zu schreiben, um ein cooles Audio Rack zu bauen, wenn ich schon die Möglichkeit habe, alles nur mit 2 Klicks fertig zu machen. Das heißt jetzt auch für euch, ich habe erstens mal keine Ausrede mehr und ich kann die Julian Bam Instrumentals viel schneller auf meinen Zweitchannel hochladen. Aber einen wichtigen Punkt habe ich noch für euch, warum Filmora so cool ist. Und zwar gibt es bei der neuesten Version KI-gestützte Features, wie zum Beispiel Sprachverbesserung oder den Dialog enthalten, sowie textbasierte Videobearbeitung. Das heißt, euer Videoclip wird analysiert und transkribiert und dann könnt ihr anhand des Textes euer Video schneiden. Und wenn ihr jetzt schnell seid, Filmora hat gerade einen Black Friday Deal. Bis zu 50% könnt ihr sparen, wenn ihr jetzt zuschlagt. Checkt auf jeden Fall gerne den ersten Link in der Videobeschreibung ab und wir machen weiter. Die Instrumentals werden auf jeden Fall im 2-Tages-Rhythmus hochgeladen werden oder online gehen. Und das erste müsste jetzt auf meinem Zweitkanal online sein. Aber kommen wir nun zum nächsten Track. Ach ja, Leute, die Bee Gees. Das war noch gute alte Musik, ich sag's euch. Mit was habe ich natürlich angefangen? Mit den Gitarren. Und mir war es wirklich wichtig, dass es so nah wie möglich an das Original kommt, weil sonst fühlt es sich einfach gar nicht wie Bee Gees an. Das Einzige, was ich verändert habe, ist der Klang der Gitarre. Und zwar mit diesem Effektgerät hier, einen Phaser. Der gibt der Gitarre diesen ganz interessanten Sound, den ihr da hört. Denn in dieser Zeit waren diese Phase-Effekte übelst in. Die zweite Gitarre ist ebenfalls eine elektrische Gitarre, die ein bisschen Akkorde spielt. Im Original ist es tatsächlich, glaube ich, so, was ich raushören konnte oder vermute, ist tatsächlich eine Akustikgitarre. Und das ist dabei rausgekommen. Super simpel, aber sehr effektiv. Die Drums sind sehr simpel gehalten. Ich habe ein Oldschool-Sample genommen und einfach nur eine Kick auf 4 to the Floor reingelegt und fertig war das Ding. Natürlich darf der Bass hier nicht fehlen, ne? Zusammen klingt der ganze Schmuh. Groove. Wir dürfen die Keys nicht vergessen, also das elektrische Piano, um genau zu sein. Das hat quasi die Gitarre ein bisschen unterstützt. Und ihr merkt, es sind gar nicht so viele Instrumente involviert in so einem Song. Drums, Bass, Keyboard, Gitarren. Jetzt darf man natürlich die Streicher nicht vergessen, die später reinkommen. Was aber erschwerend für mich war, muss ich sagen, waren die Vocals. Ich habe jetzt die Ansicht so eingestellt, dass ihr nur Stimmen seht. Das hier alles sind Gesangsstimmen, Leute. Das ist nicht wenig. Aber das Ergebnis lässt sich hören. Hier spielt es euch mal vor. Glaub nicht immer alles, was du siehst und was du liest, das ist das Internet. Internet. Und die meisten Seiten zeigen, ohne zu beweisen, also Finger weg. Finger weg. Das war auf jeden Fall Bee Gees. Ja, was kann man denn zu Domitianer sagen? Hat auf jeden Fall was mit dem Benzinsong zu tun, der anscheinend auf TikTok sehr steil gegangen ist. Ich habe das gar nicht mitbekommen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir das Original angehört und dachte mir nur, gib mir 5 Minuten. Also wirklich, okay, es waren 10. Das Erste, was mir aufgefallen ist bei dem Song, ist natürlich dieser Orgelsound. Alter, leck mich am Arsch, was ist das für ein Design? Ich mach mal ein anderes. Das ist das Instrument, Vox Continental. Ich glaube, das ist so Ende 50er, Anfang 60er, das Instrument. Aber vielleicht liege ich auch falsch. Könnt ihr ja gerne nachschlagen, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wann dieses Instrument rausgekommen ist. Auf jeden Fall ist es neben den Vocals das tragende Element des Songs. Hab da ein bisschen rumgeklimpert auf meinem Keyboard und bin dann auf dieses Riff dann hängen geblieben. So klingt das Ding nackt. Irgendwie in der Kirche. Wir wollen das ein bisschen moderner haben, ein bisschen rockiger vielleicht. Und da machst du erstmal die ganze Kette hier an. Das nächste, was ich dann reingespielt habe, war der Bass. Und zwar mit dem Trillium-Plugin, mit dem Preset Bull Bass. Ja, der Standard war dann wieder eine Clap. Eine Offbeat-Hi-Hat mit der Clap. Die Kick dazu. Noch eine Hi-Hat.
und fertig ist die Drum-Section, Leute. Es ist einfach nicht mehr so komplex wie früher gefühlt. Allerdings darf man den gesanglichen Bereich wieder nicht unterschätzen, denn da war wieder echt viel Arbeit, alles an Effekten in Fundas Stimme reinzudrücken, damit es annähernd an Domitianas Klangfarbe kommt, weil Domitiana den Song sehr hauchig performt. Und da muss man ja relativ close ans Mic gehen. Und da gibt es dann gewisse Problematiken, die es dann zu bewerkstelligen gilt. Wie zum Beispiel die Poplaute, die beim zu nahen Besprechen wie hier zu hören sind. Die muss man dann halt wegkillen. Das war auf jeden Fall viel Arbeit, das auf ein gewisses Level zu bringen, dass es schön angenehm klingt und nicht irgendwie... Das ist auf jeden Fall ein gutes Stück Arbeit. Plus dann noch so Effekte wie Hall und Delay, also so ein Echo. Aber ich spiele euch mal nur die Vocals vor. Technologie ist Evolution, ich bin verliebt. Nie ohne sie, ich teile mit dir die Batterie. Und wenn ihr genau hinhört, dann merkt ihr, wie dieses Echo sich wegdrückt, wenn Funda singt. Und dann jedes Mal, wenn es kommt, habe ich es super prominent hochgezogen. Also das war Absicht, weil dann ist nicht zu viel Leere in dem Song drin, sondern man hört dieses Echo, das füllt den Song auf. Und das war so die Idee dahinter. Ja, was kann ich großartig noch zu dem Domitiana-Track sagen, außer dass er mega nice ist? Könnt ihr auf jeden Fall gerne in die Kommentare schreiben, wie findet ihr den Domitiana-Track? Und ich würde sagen, wir kommen zum letzten Track, und zwar Boy With Uke. Wer das zum Geier war, bis ich dann geguckt habe, ah, okay, das ist ein TikToker, der schon ziemlich bekannt ist dort. Also habe ich mir mal seine Songs angehört und die sind eigentlich ganz nice. Das Problem bei diesem Song war eigentlich, ich kann einfach keine Ukulele spielen. Aber ich kenne jemanden, der weiß, wie das geht. Da habe ich die liebe Bina wieder mit ins Boot geholt und habe sie gebeten, ob sie mir nicht ein paar Riffs und Akkorde auf der Ukulele einspielen kann. Das hat sie natürlich gemacht und ich habe sie hier auch eingebaut. Ich hatte davor ihr eine Referenz gegeben mit meinen Keyboard-Ukulelen. Klingt sehr synthetisch, aber gelayert mit Binas Ukulelen. Das hat es auf jeden Fall viel organischer gemacht. Der Refrain-Part ist auch mit den Ukulelen relativ simpel gehalten. Hier ist einmal die synthetische Ukulele, die ich eingespielt habe. Gelayert mit Binas Ukulelen. Da der Song sehr, sehr simpel gehalten ist. Ukulele, Drums, Bass und der Gesang. Und mehr ist da auch gar nicht. On top noch eine etwas dreamige Gitarre. Drums sprechen für sich mit einer bouncigen Kick. Versteht ihr? Seht ihr? Kopfnicker. Kopfnicker. Ah. Der Bass spielt natürlich sehr, sehr minimalistisch in der Strophe. Und im Refrain hat man einen schönen Walking Bass Lauf. Und fast hätte ich die Ear-Candys vergessen. Einmal die Fills. Kurz bevor die Drums nämlich einsetzen. Noch ein Ear Candy, der die Drums natürlich fett unterstützt. Der quasi diese Snare Ghost Notes spielt. Also für die Drummer unter euch, die wissen, was gemeint ist. Auch wenn es so ein bisschen trippy klingt, das ist ja das Geile dran. Das klingt ein bisschen organischer, obwohl es elektronisch ist. Und dann haben wir natürlich Curly wieder am Start mit ein paar Echo-Vocals. Wundert euch nicht, dass das so ein bisschen schief klingt. Normalerweise würde da Autotune drauf sein, aber das Problem ist mit diesem Autotune, ich muss das gerade deaktivieren, weil das irgendwie eine ganz neue Version ist und die komplett meine Session immer zerschießt. Deswegen konnte ich auch einige Sessions nicht zeigen, die aktuell sind, da noch kein Autotune drauf war. Und hier ist es genauso. Ich habe es ausgeschaltet. Ich muss mal gucken, was das Problem ist. Es ist auf jeden Fall sehr ärgerlich, wenn man immer auf die neueste Software updatet. Da ist immer irgendwas inkompatibel und es fuckt mich auch jedes Mal ab. Ja, nicht updaten, ja klar. Aber mein Rechner war halt komischerweise irgendwie ganz lahm, weil ich auch viel Scheiße drauf installiert habe. Weil ich nur irgendwelche Programme testen wollte, habe ich das Ding auch richtig zugemüllt. Ist ja auch egal. Hauptsache, ihr hattet Spaß an dem Video. Falls ja, gerne mit einem Daumen hoch zeigen. Und ansonsten, wenn ihr noch weitere Sachen zu den Ju-Projekten gerne sehen wollt, dann könnt ihr jetzt hier in der Abmod-Karte, wie auch immer, rumklicken und euch ein bisschen durchgucken, wenn ihr euch für Sound interessiert oder für Musik. Würde mich auf jeden Fall freuen und ich würde sagen, haut rein, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!